Seminare, auch Webinare. Und da kommt immer wieder die Rückmeldung, dass man vielleicht gern ein bisschen mehr über dieses Thema wissen möchte, weil da so dieses bekannte, gefährliche Halbwissen kursiert. War bei mir nicht anders in meiner Anfangszeit als Tontechnikerin. Genau, und deswegen gibt es diesen Vortrag, den haben wir uns so zurechtgeschmiedet, dass man vielleicht versteht ein bisschen besser die Hintergründe. Warum muss man denn überhaupt aufpassen und worauf muss man denn überhaupt aufpassen und was kann was für Auswirkungen haben? Deswegen sprechen wir heute über die Frequenzkoordination und wie man damit eben die Betriebssicherheit von so einem Drahtlossystem steigern kann. Vielleicht kurz nur zu meiner Person oder Schuhe Österreich im Generellen. Wir sind 4 Personen. Wir haben den Hauptsitz von Schuhe Österreich in Wien. Es gibt dann einen Kollegen in Tirol, der Christian Töni. Also wir sind prinzipiell zu 4. Und was ich mache, ist eben Market Development und Application, das heißt FÜ. grundsätzlich mache ich ja technische Betreuung und Beratung und bin viel in Theaterhäusern, Broadcastanstalten und großen Rental-Business unterwegs. Genau, wollte sonst noch was sagen? Nein. Starten wir los. Bevor wir zum Thema Frequenzkoordination kommen, schauen wir uns die Frequenzen und das Spektrum an. Das wird auch einen guten Teil des Vortrags einnehmen, aber mit diesem Hintergrundwissen werden wir dann besser verstehen, worum es denn eigentlich geht und warum. Das heißt, wir schauen uns zuerst so eine Funktionsweise von einem Drahtlossystem an. Nicht im Detail, für das haben wir keine Zeit. Und später geht es nachher Richtung Frequenzkoordination weiter. Grundsätzlich, wo sind denn Drahtlosmikrofone überall unterwegs, außer hier auf der Bühne zum Beispiel gerade? Ganz klar, bei Live-Konzerten nicht mehr wegzudenken, da ist viel Drahtlos-Besteck am Start. Da geht es um hohe Betriebssicherheit. Der Konzertbesucher, der 90 Euro für die Karte gezahlt hat, mag nicht unbedingt den Audioausfall hören. Deswegen, das muss funktionieren, so ein Drahtlos-System. Auch bei Sportevents zum Beispiel, da geht es nicht nur um Drahtlosmikrofonie, sondern ihr seht hier die Moderatorin und die Sportler ausgestattet mit einer Rückstrecke, klassisches In-Ear. Also auch das muss parallel funktionieren zu unseren Funkmikrofonen. Und da gehört auch ein bisschen Koordination dazu. Im Theater geht es um große Kanalanzahlen, zwischen 40, 60 Kanäle sind da an der Tagesordnung eigentlich. Auch das muss betriebssicher funktionieren und störungsfrei. Und es geht hier vielleicht auch um Formfaktoren von den Sendern, wie man hier sieht, dass die vielleicht auch gut zum Montieren gehen, dass man die in der Perücke verstecken kann oder in Kleidung einbauen kann. Also all das sind Anforderungen an Drahtlosmikrofonie. Ganz klar auch in Nachrichtenstudios, also Drahtlosmikrofonie, ihr seht schon, ist nicht mehr wegzudenken, ist eigentlich, wird vielerorts eingesetzt, vielleicht weiß man gar nichts davon. Bei der Berichterstattung geht es auch um Stabilität, um Betriebssicherheit. Es gibt nur den einen Moment, eine Szene einfangen zu können, wenn der vorbei ist, hast du keine Chance mehr. Und wenn da gerade ein Audioausfall war, ist es halt blöd. Ne? Übrigens finde ich cool auf unserer Folie hier ein Sennheiser-Sender. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. genau, und zu guter Letzt, letztes Beispiel, Film und Dokumentation. Da geht es darum, dass man vielleicht auch wieder die Formfaktoren bedenkt. Hier diese Slot-In-Bauform-Receiver, das sind meistens ein- oder zwei-Kanal-Receiver, die halt einfach anders gebaut sind, um diesen Anwendungsfall auch abdecken zu können. Da sieht man schon, das Zeug steht ganz eng beieinander, die Antennen sind in geringstem Abstand zueinander montiert, könnte kritisch werden, wird ganz oft gemacht, aber Antennenanzahl sollte man in der Regel immer minimieren auf 2 Empfangsantennen, 1 Sendeantenne, da geht es um Antennenverteilung. Genau, und jetzt habe ich mir mal die Aufgabe gemacht, so ein paar Anforderungen zusammenzufassen, alles können wir uns heute nicht anschauen. Aber all das sollte ein Drahtlossystem können und vielleicht noch viel mehr. Also es geht da um die HF-Seite, ja, um eine stabile Übertragung mit einer hohen Reichweite. Es geht um die Klangqualität. Vielleicht sollte man Verschlüsselung bedenken, wenn es um irgendwelche parlamentarischen Besprechungen geht. Fernsteuerung der Sender wäre doch super. Skalierbarkeit und Kompatibilität, ganz klar. Und Software darf heutzutage auch nicht mehr fehlen. Die letzten fliegen jetzt aber gleich wieder raus, weil wir konzentrieren uns in diesem Vortrag auf die HF-Seite von so einem System und wie man die gut hinbiegen kann. Deswegen schauen wir uns jetzt die Frequenzen und ihr Spektrum an.
Wie funktioniert so ein Drahtlossystem überhaupt? Das ist eigentlich recht simpel erklärt. Es gibt einen Sender, der wird hier durch den Audioeingang irgendwie ein Audiosignal empfangen. Das wird dann aufmoduliert auf unsere Funkfrequenz, die hier so dargestellt ist. Und die wird dann zu den Empfangsantennen geschickt, immer zwei, weil Diversity State of the Art ist. Und der Empfänger demoduliert wieder das Audio heraus und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, jetzt stehen hier diese Worte moduliert und demoduliert. Da gibt es ein paar verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Hier fliegen eben analoge und digitale Modulationsarten herein. Und den Unterschied kennt ihr sicher oder ihr wisst sicher, dass es analoge Systeme gibt oder voll digitale Systeme oder Hybrid-Systeme. Ja. Es ist, da gibt es verschiedene Techniken. Das soll heute auch nicht das Thema sein, aber nur, dass ihr das mal gehört habt. Wir wollen uns jetzt diese Funkfrequenz mal näher anschauen oder in einer anderen Darstellung, sagen wir so. Dabei handelt es sich nämlich um eine elektromagnetische Welle. Das ist unsere Frequenz, jetzt Hausnummer 471 MHz. Das liegt im elektromagnetischen Spektrum drin. Und die besteht aus zwei Komponenten. Die blaue Welle, die senkrechte, wäre unsere elektrische Komponente. Und die orthogonal liegende dazu, die rote, ist unser magnetisches Feld. Hier noch dargestellt ist die Wellenlänge mit Lambda betitelt. Wissen einige von euch sicher auch, dass es hier in unterschiedlichen Frequenzbereichen einfach unterschiedliche Wellenlängen gibt. Und wichtig für uns ist diese elektrische Komponente hier, also die blaue Welle. Die breitet sich nämlich in einer gewissen Schwingungsrichtung aus, nämlich in der, wie die Antenne steht. Also steht meine Sendeantenne senkrecht, breitet sich dieses elektrische Feld auch mit dieser Richtung von der Antenne fort. Deswegen steht hier, diese Welle ist polarisiert. Das ist eine gewisse Schwingungsrichtung, die hier vorgegeben ist. So eine Welle breitet sich auch im Vakuum aus, braucht grundsätzlich kein Medium, um sich vorzubreiten, anders als beim Schall natürlich. Das heißt, wir wandern auch durch Holz, durch Wasser, durch Glas, ist prinzipiell kein Problem. Aufpassen muss man bei metallischen Oberflächen. Metallische Oberflächen, metallische Gitter, da mag unsere Funkwelle nicht durch, da wird der Gutteil reflektiert. Ist auch wichtig zu wissen, wenn man zum Beispiel Antennen hinter einem Gitter versteckt und diese Gitteröffnungen sind kleiner als die Wellenlänge, da kommt nichts durch. Es gibt auch Kostüme mit Metallfäden eingenäht und so, auch da muss man aufpassen, was man tut. Also genau, wenn man den Sender darunter versteckt, dann wird da nicht viel Signal ankommen am Empfänger. Und so eine Welle, die breitet sich in Lichtgeschwindigkeit aus, weil in diesem elektromagnetischen Spektrum liegt auch das für den Menschen sichtbare Licht. Deswegen auch hier Lichtgeschwindigkeit. So, wenn man diese Welle jetzt durch so eine FFT-Analyse jagt, dann kann man das auch so darstellen, also diejenigen von euch, die schon viel damit gearbeitet haben, beziehungsweise einen Spectrum-Analyzer in irgendeiner Form zu Hause haben, die haben das schon gesehen. Und was man hier sieht, ist eben ein digitaler Träger. Ein Träger, wenn ich von Träger spreche, das ist immer unsere Trägerfrequenz, also unser Sendesignal. Dieses Bodypack hier erzeugt einen Träger, Trägerfrequenz. Und der trägt unser Audio zum Empfänger. Und die Merkmale, die hier zu erwähnen sind, sind eben die Bandbreite. Also es gibt hier eine gewisse Mittenfrequenz, das ist dieser senkrechte Strich. Und das Ding ist, wir übermitteln ja nicht nur eine Frequenz, sondern brauchen eine gewisse Bandbreite, damit wir unsere Daten übertragen können. Je höher die Bandbreite, desto mehr Daten können wir übertragen. Genau, und die ist reguliert auf 200 kHz bei Drahtlosmikrofonie. Funkfrequenzen generell sind streng reguliert. Da gibt es weltweit Behörden, die bestimmen, wer darf mit welchem Endgerät wo funken und mit welcher Sendeleistung. Genau, und das muss auch so sein, weil viele Gewerke mittlerweile drahtlos übertragen wollen. Deswegen muss es eine Institution geben, die sagt oder die bestimmt, welches Gewerk wo funken darf. Ja. Wenn wir zum Beispiel ein Funksystem herstellen würden, wir von Shure, das eine Bandbreite von 400 kHz benutzen würde, so dürften wir das in Europa nicht verkaufen. Wäre nicht möglich. Genau, und die Sendeleistung bewegt sich meistens zwischen 1 Milliwatt und 100 Milliwatt, je nach System oder Frequenzbereich, das wisst ihr. Teilweise, es gibt Bereiche, wo bis zu 100 Milliwatt erlaubt sind, aber nur bei Bodypacks. Es kommt von der In-Ear-Seite. Es ist so eine Grauzone, ein bisschen, glaube ich, so eine regulatorische. Aber die liegen dann weiter oben im UHF-Bereich, ist es begrenzt mit 50 Milliwatt, genau, ja.
Manchmal ist es auch bei 10 Milliwatt schon Schluss, aber da komme ich später noch ein bisschen dazu. Genau, also diese Parameter, die merken wir uns mal. Weiter geht's mit diesem Bild hier. Das sind auch, da ist mir ein Fakt wichtig zu erklären. Das ist ein Extremfall hier dargestellt. Das sind nämlich zwei Exzient-Digital-Trägerfrequenzen und die sind aber nicht im Standard-Modus, sondern im HD-Modus. Das steht bei uns für High Density, das heißt, ich kann in hoher Dichte meine Kanäle in das zur Verfügung stehende Spektrum hineinpressen, sozusagen. Also die wandern dann näher zueinander und die Kanalbandbreite verringert sich auch. Aber der Fakt, der mir hier wichtig ist, ist der Kanalabstand. Das heißt, unsere Frequenzen brauchen natürlich auch einen gewissen Abstand zueinander. Auch wichtig zu wissen für die Frequenzkoordination später. Und das, so wie es hier dargestellt ist, mit diesem geringen Kanalabstand, das wäre mit einem analogen System so nicht möglich. Also es gibt Einsteigersysteme, die haben einen Kanalabstand von 1,5 MHz sogar. Typischerweise sind es 500 kHz. Und bei digitalen Systemen sind es typischerweise 350 kHz Kanalabstand. Ja. Das ist pro System unterschiedlich. Wenn ihr das wissen wollt, bei eurem System einfach Textbacks nachlesen, da steht das drin. Dann schauen wir uns an, wo diese elektromagnetische Welle denn liegt. Also ich habe eh schon erwähnt, das ist das elektromagnetische Spektrum. Da in der Mitte ist auch das für den Menschen sichtbare Licht eben mit der Wellenlänge typischerweise in Nanometern angegeben. Und wir mit unseren Drahtlosmikrofonen sind eben hier unterwegs. Das kommt uns schon bekannt vor. UHF, VHF, Mikrowelle, da geht es Richtung 2,4 GHz, 5 GHz Bereich. Und hier haben wir Wellenlängen von circa, weiß ich nicht, zwischen einem Meter und ein paar Zentimeter. Das sind unsere typischen Wellenlängen, die wir da so haben. Und dieser Bereich, der ist eben streng reguliert. Und diese Frequenzbereiche, die wiederum da drin liegen, die haben auch Namen. Schauen wir uns zuerst an, wo die reguliert sind. Also in Österreich sind es die sogenannten Funkschnittstellenbeschreibungen. Wir sehen hier, für Ton- und Bildübertragung gibt es eine eigene Funkschnittstellenbeschreibung. Und die regelt die Frequenzen zwischen ca. 36 MHz und 7,5 GHz. Verwalten tut das Ganze die Fernmeldebehörde, das Fernmeldebüro, momentan untergegliedert im Bundesministerium für Finanzen. Ich weiß nicht, wieso. Nein, es war es vorher. Vorher war es das Landwirtschaftsministerium, jetzt sind es kurzfristig wieder umgesiedelt worden. Ich weiß nicht, wieso. Genau, aber die Fernmeldebehörde ist grundsätzlich untergliedert zu einem Ministerium. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, immer wieder. Aber genau, wenn du es einmal googelst, die haben eine eigene Webpage, da stehen viele nützliche Informationen drin. Und hier kommen auch unsere Drahtlossysteme zur Anmeldung. Da komme ich dann später noch dazu. Die Frequenzbereiche, die da geregelt sind drinnen, sind diese hier. Ihr habt sie sicher alle schon mal gehört. Überall da gibt es Funkmikrofonsysteme verschiedenster Art. Und der UHF-Bereich, ihr seht diesen Block hier. Definitionsgemäß sagt man zu UHF übrigens zwischen 300 MHz und 3 GHz, das ist alles UHF. Per Definition. Wenn wir in der Veranstaltungstechnik von UHF-Bereich sprechen, meinen wir diesen Block hier und das ist der zwischen 470 und 694 MHz. Ne? Da sind die meisten Systeme unterwegs und ihr könnt ja auch erkennen, das ist der am größten zusammenhängende Block in diesem Spektrum. Deswegen wird er auch für professionelle Anwendungen empfohlen, weil die Kanalkapazität halt die größte ist in so einem großen Bereich. Und das mehr oder weniger problematisch an diesen Bereichen ist, dass wir uns das teilen mit anderen Institutionen. Das heißt, wir mit unseren Drahtlosmikrofonen sind Sekundärnutzer. Es gibt aber die Primärnutzer und das ist zum Beispiel hier im VHF-Bereich das digitale Radio. Die digitalen terrestrischen Fernsehstationen, die immer auf den Bergen stehen mit den bis zu Kilowatt Sendeleistungen, das ist DVB-T. Ganz klar der Mobilfunk. Wir wollen alle, dass unser Handy funktioniert. Und das ISM-Band liegt hier auch noch. Und diesen Bereichen, diesen für uns definierten Störungen, das ist ja für mich eine Störung, wenn ich ein drahtloses Mikrofon benutzen möchte, den müssen wir auch ausweichen mit unseren Funkmikrofonen. Ihr habt jetzt kürzlich einmal einen Scan gemacht mit einem unserer Devices. Das ist sehr breitbandig, zwischen 470 MHz und hoch bis 952. Und da sehen wir schon diese typisch rechteckigen Höcker. So ein Bild kennt ihr sicher auch. Also wenn man einen Scan macht mit einem Funkmikrofonsystem, was da im Hintergrund passiert ist, der schaut in die Luft
und misst den Pegel, den HF-Pegel, der da ankommt. Also der macht quasi so einen HF-Sweep, wenn man es so ausdrücken will. Und diese rechteckigen Höcker, die sind immer 8 MHz breit und das sind unsere DVB-T-Kanäle. Also die sind tatsächlich vom Rundfunk belegt und denen müssen wir ausweichen. Möchte ich auch ausweichen? Komme ich später nur dazu, warum. Da oben sieht man nur die LTE-Kanäle, also das ist der Mobilfunk. Genau. Und ihr seht hier ganz unten ist ein schmälerer Träger. Seht ihr das alle? Der hier. Bei 470 MHz, ein bisschen drüber, da habe ich ein Funkmikrofon angeschalten gelassen bei diesem Scan. Und da erkennt man schon, ich habe jetzt erst erwähnt, wir haben eine Bandbreite von 200 kHz im Gegensatz zu 8 MHz. Wir müssen ja nicht so viel Daten übertragen wie beim Rundfunk, deswegen sind wir viel schmalbandiger unterwegs. Und da kam ich jetzt noch auf einen Fakt zu sprechen, nämlich die Spektrumseffizienz. Wenn man jetzt ein System hat, das relativ breitbandig ist, so kann man diesen Störungen besser ausweichen. Da ist man nach links und nach rechts agiler. Wenn ihr ein System habt, das sehr schmalbandig ist und zum Beispiel nur den linkesten Bereich hier abdeckt, dann habe ich vielleicht bei hoher Kanalanzahl schon ein Problem. Wenn das aber recht breitbandig ist, nachher kann ich ja das ganze Spektrum ausnutzen. Und da geht es um die hohe Schaltbandbreite. Ich habe das Beispiel eben genommen, Exian Digital, das ist unser breitbandigstes System. Und das ist senderseitig, sowohl als auch empfängerseitig, eine Bandbreite von 166 MHz. Also das ist ziemlich viel. Und da bekommt man theoretisch 470 Kanäle im Standardmodus unter. Also das kann von Vorteil sein. Schauen wir uns nur so eine Seite in dieser Funkschnittstellenbeschreibung an. Das ist nämlich für mich interessant. Ich weiß nicht, ob es für euch auch interessant ist. Das ist die FSB LT09. Also da gibt es verschiedene Bereiche und die sind dann immer irgendwie mit einer Ziffer betitelt. Ja. Und da geht es darum, wir haben hier einen beweglichen Funkdienst. Wir fallen nämlich mit unseren Drahtlosmikrofonen auch unter den beweglichen Funkdienst. International heißt das Mobile. Darunter fällt auch Drahtlosmikrofonie. Ich kann mir bewegen mit meinem Taschensender. Wenn es einen Bereich gibt, der nur dem Mobilfunk zufällt, übrigens heißt das Mobile IMT. Das heißt, 700 MHz Band ist Mobile IMT. Da dürfen wir teilweise nicht mehr hin. Anyway, also hier dürfen sich drahtlose Mikrofone bewegen. Da geht es um diesen Frequenzbereich. Wir nutzen meistens 470 bis 694 mit professionellen Systemen. Da gibt es noch im 700er Band auch einen Teilbereich, den wir noch nutzen dürfen. Die Bandbreite ist 200 kHz. Auch das haben wir heute schon gehört. Also das ist hier festgesetzt. Dann die Modulationsart ist hier auch angeführt. Hier die maximale Sendeleistung, 50 Milliwatt in diesem Bereich. Und auch wichtig, es gibt hier eine Anzeigepflicht. Das heißt, wenn man sich so ein System zulegt, egal ob man das privat nutzt oder ob man ein professionelles Opernhaus ist, man muss das pro Gerät zur Anmeldung bringen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich sicher, weil dieser Bereich hier ein anmeldepflichtiger Bereich ist in Österreich. Da unterscheidet sich Deutschland zum Beispiel schon von Österreich, weil dort das schon anmeldefrei, also zumindest gebührenfrei ist. Aber hier bei uns noch, wie gesagt, diese Anzeigepflicht. In dieser Liste seht ihr die Frequenzbereiche. Die grauen sind prinzipiell anmeldepflichtig, die grünen sind anmeldefrei, entweder nur in Österreich oder europaweit. Ja. Das ist nur so eine Darstellung. Es gibt da immer Ausnahmen, Teilbereiche. Der ist zum Beispiel nur indoor zu benutzen. Und wenn ihr da Interesse habt und ihr wollt euch das genauer anschauen, dann gibt es diese Kärtchen von uns, da kommt sie nämlich online zu diesem Frequenzguide, wo eben diese Bereiche angeführt sind mit der Information, ist das anmeldefrei, darf ich mich da überhaupt bewegen mit meinen Funkmikrofonen oder ist es anmeldepflichtig und so weiter. Das sind halt die Bereiche bezogen auf unsere Funksysteme, aber da kann man sich sehr viel Information herausziehen. Also ich habe es mit, auch auf unserem Stand ist es, ihr könnt es euch dann gern abholen. Oder soll ich es durchgehen? Na, ich lasse es liegen. Genau. Bevor wir zur Frequenzkoordination schreiten, vielleicht nur eine Side-Information, aber die ist eigentlich eh gerade, ja, jeder spricht drüber, deswegen reden wir auch drüber. Hier steht noch ein Punkt, befristet bis 2029, Ende 2029. So, was heißt das jetzt? Wenn ich mir jetzt ein Funksystem kaufe, darf ich dann 2030 nimmer dort mit diesem Drahtlossystem arbeiten oder darf ich das nur? Und das Ding ist, das steht noch nicht fest.
Und es war ja so, das habt ihr sicher auch mitbekommen, es gab diese zwei digitalen Dividenden, wo über die Jahre ein Großteil des für uns verfügbaren Spektrums weggefallen ist an den Mobilfunk. Wie schon erwähnt, wir wollen auch, dass unsere Handys in unserer Tasche funktionieren. Und die bewegen sich eben genau in diesem UHF-Bereich. Deswegen könnte es sein, dieser UHF-Bereich ist nämlich gerade unter Revision. Das heißt, man schaut sich an, welches Gewerk ist denn überhaupt notwendig? Welches ist systemrelevant? Warum braucht ihr drahtlos Mikrofone? Warum braucht ihr Mobilfunk? Also das schaut man sich gerade an. Da ist nächstes Jahr diese World Radio Conference im Jahr 2023. Und das heißt nicht, dass sich hier 2030 etwas ändert, sondern nächstes Jahr wird quasi nur mal diskutiert, was denn kommen könnte. Das ist sozusagen eine Weichenstellung Richtung Zukunft. Es kann natürlich sein, dass der Mobilfunk sich wieder Bereiche von unserem UHF-Band schnappt. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher. Da gibt es viele Vereinigungen und Gremien, die sich dafür einsetzen, die schon schwer in Diskussion sind und wirklich unsere Interessen vertreten, dass wir sagen, Drahtlosmikrofonie ist wichtig, weil ihr seht hier viele Endanwendungen. Ja? Alles von Schule bis Event, bis Sport, bis Konzert, überall da braucht es eben Drahtlosmikrofonie. Und in weiterer Folge wird es vielleicht dann live gestreamt oder es werden Filme produziert, das wird dann auf Netflix ausgestrahlt. Also es gibt alle diese Broadcast- und Streaming-Anbieter. Und wenn man diesen Bereich hier kappen würde, würde es da drüben auch schlecht ausschauen. Also es gibt da viele Argumente, warum wir mit Drahtlosmikrofonie noch einen Groß- oder einen Gutteil des UHF-Bands weiter benutzen möchten. Wir bei Schuhe sind da auch aktiv in technischen Gremien im Gespräch. Und ich kann euch heute nur sagen, aus heutiger Sicht, wir halten euch auf dem Laufenden. Also wir sind da aktiv im Gespräch, wir wissen immer circa, was passiert. Nur zur Beruhigung, es schaut momentan so aus, dass national die Mobilfunkanbieter eh noch gar nicht so das starke Interesse an diesen Bereichen haben. Das heißt, nach 2030 muss es nicht unbedingt sein, dass es akut eine Änderung gibt. Das ist das, was ich euch heute mal sagen kann. Genau. Ich habe keine Uhrzeit. 38. Cool, passt. Danke. Genau, jetzt schauen wir uns die Frequenzkoordination an. Mit diesem Hintergrundwissen, das wir jetzt gerade besprochen haben, ist es eigentlich einfacher verständlich, was hier passiert. Wir haben jetzt besprochen, welche Bereiche gibt es, wo dürfen Funkmikrofone eigentlich funken, welche Bandbreite brauchen wir und wie funktioniert sowas überhaupt. Und bei der Frequenzkoordination ist es so, da muss man alle drahtlosen Geräte einer Veranstaltung oder eines Filmdrehs oder in einem Nachrichtenstudio, wo auch immer, berücksichtigen. So, zu beachten sind, steht hier, Interferenzen von außen und Interferenzen von anderen drahtlosen Geräten. Die ersten zwei Punkte sind Dinge, die ich wenig bis gar nicht beeinflussen kann. Weil so eine Interferenz wäre zum Beispiel ein DVB-T-Kanal, ein Mobilfunk-Downlink, Uplink. Das kann ich nicht einfach verschieben, das kriegt man auch nicht weg. Und Interferenzen von anderen drahtlosen Geräten, das ist manchmal auch tricky. Es gibt Betriebsfunk, es gibt Intercom, es gibt In-Ear-Strecken, es gibt vielleicht Broadcast-Teams, die irgendwo durchs Theater spazieren. Das sind andere drahtlose Geräte, die nicht unbedingt zu meinem System gehören. Aber auch das muss man beachten. Da muss man viel miteinander reden. sonst werden sich hier Frequenzen gegenseitig stören. Dann geht es um die Kanalabstände, das haben wir auch schon besprochen, und um Intermodulationen. Das werden wir uns auch kurz anschauen, weil die zwei Dinge, Interferenzen und Intermodulationen, das ist recht gemein, weil das heißt recht ähnlich, ist aber was anderes, weil Intermodulationen sind die Dinge, die ich mir mit meinem eigenen Funksystem erstellen kann, sozusagen. Muss man aber auch aufpassen, was man da tut. Es gibt grundsätzlich schon Tools von uns Herstellern, wo man sich über all das eigentlich gar keine Gedanken mehr machen muss. Also es ist meistens nicht so tragisch, wenn es irgendwo um vier Kanäle geht, ist dieses Setup ganz einfach herzustellen. Wenn es aber mal ein bisschen komplexer wird, ist es gut, solche Dinge zu wissen. Also sowas wie Intermodulationen, Interferenzen, da gibt es viele Automatismen heutzutage, wo ihr euch eigentlich gar keinen Kopf mehr machen müsst. Also eigentlich könnt ihr heimgehen. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, das Setup größer wird, 40 Kanäle oder nicht genügend Platz im Spektrum, dann ist es gut, diese Dinge zu wissen. Also was wir erzeugen wollen grundsätzlich, ist, dass unsere Kanäle einen hohen Rauschabstand haben. Warum ist das so?
Ich habe mir hier mal zum Spaß zwei SLXD-Sender aufgedreht im Büro und habe die Frequenz 2 genau auf so einem DVB-T-Kanal draufgesetzt. Kann man machen, sollte man aber nicht, weil was nämlich passiert ist, wenn ich mich jetzt von der Empfangsantenne mit diesen zwei, stütze ich vor, das sind zwei Hornsender, und ich entferne mich jetzt von der Empfangsantenne, die sind da hinten, und ich spaziere da raus, dann schaut es in diesem Bild so aus, dass diese Träger Richtung Grundrauschen wachsen. Also es kommt weniger Pegel an der Empfangsantenne an, so weit, so gut. Und bei der Frequenz 2 ist es logisch, dass das eher von unserem Grundrauschen verschluckt wird. Das heißt, ich kann nicht die gleiche Reichweite erzielen wie mit dieser guten Frequenz 1. Ist das verständlich so in der Form? Genau. Deswegen, man macht ja immer diesen Group Scan oder Channel Scan, und da wird genau geschaut, was ist denn da für ein Grundrauschen auf dieser Frequenz? Wenn das Grundrauschen hoch ist, ist es eine gute Frequenz für mich, weil da kann ich viel Reichweite generieren. Setze ich denn da drauf, komme vielleicht 30 Meter, 20 Meter, und dann ist Schluss. Genau, und da geht es halt um die HF-Ausbreitungsdämpfung. Also wir verlieren ja an Signal, je weiter wir uns von der Empfangsantenne entfernen. Hier nochmal anders dargestellt, da geht es eben um dieses Signal-to-Noise-Ratio. Und da haben digitale Systeme einen klaren Vorteil gegenüber analogen Systemen, weil wir mit sehr wenig Grundrauschen, also mit sehr wenig Rauschabstand arbeiten können, so in der Richtung. Also dieser Träger, der könnte hier schon quasi im Grundrauschen versinken, und der Empfänger weiß aber trotzdem noch, diese Frequenz und diese ID, die gehört zu mir, ich demoduliere das noch immer. Und im Analogen würde da schon lange das Squelch zuerst aufrauschen, dann zumachen. Das heißt, digitale Systeme, deswegen gibt es bei digitalen Systemen auch die Eigenheit, dass es hier Sendeleistungen von 1 bis 10 Milliwatt gibt und mehr nicht. Und unsere Daumenregel ist immer so, 10 Milliwatt im Digitalen sind 50 Milliwatt im Analogen. So, das hängt jetzt auch wieder vom System ab, aber das ist so unsere Daumen-mal-Pi-Regel. Und deswegen gibt es auch bei digitalen Systemen, ihr habt es vielleicht schon mal bemerkt, dieses Quality Meter. Das ist auf unserem mobilen Empfänger hier zum Beispiel, sind es diese 5 weißen LEDs. Und das ist einfach eine zusätzliche Statusanzeige für den Endanwender oder die Endanwenderin. Weil die Feldstärkenanzeige, die würde hier drin liegen in diesem Fall. AB-Antenne, da sieht man immer die Signalstärke sozusagen. Und die kann beim Digitalen eben sehr wenig werden. Also ich habe da fast keine Feldstärkenanzeige mehr da. Aber mein Quality Meter ist trotzdem noch immer gut. Weil das ist ein digitales System, und das sagt, ich kann nur immer demodulieren. Das ist mir wurscht, ob du viel Feldstärke hast oder nicht. Und deswegen, wenn hier noch 5 Punkte sind, habe ich nur immer kristallklares Audio, ohne Audioaussetzer. Das ist einfach, um quasi euch die Sicherheit zu geben, dass man nicht sofort irgendwie panisch Frequenzwechsel auslöst, sondern dass man echt die Gewissheit hat, dass das nur funktioniert. So viel dazu. In weiterer Folge, das haben wir auch schon erwähnt, Frequenzen sollen einmalig verwendet werden, auch in der Digitaltechnik. Das heißt, ein Funkmikrofon hat Frequenz 1, das zweite Frequenz 2, also immer nur einmal die Frequenz verwenden. Und diese Kanäle brauchen einen gewissen Abstand zueinander, auch das wurde schon erwähnt. Hier sind es eben 400 Kilohertz Abstand, das reicht für die meisten Systeme. So, und jetzt wäre es doch gut, was hier dargestellt ist, wenn man sich das überlegt, die sind in gleichem Abstand zueinander gesetzt, also quasi äquidistant. Ein Sender hat die Frequenz 1, die nächste liegt 400 kHz drüber, die nächste 800 kHz, und so geht es weiter. Es gibt Systeme, wo das so funktioniert, das sind aber moderne digitale Systeme. Bei anderen Systemen muss man dann ein bisschen aufpassen, weil was da nämlich passiert oder was ich mir hier einfangen kann, sind genau diese Intermodulationsfrequenzen, von denen ich jetzt erst gesprochen habe. Intermodulationen entstehen dadurch, wir sind ein nichtlineares Übertragungssystem, also hier unten, und nur symbolisch dargestellt, wir haben hier zwei Sender, die angeschaltet sind, und das sind unsere Trägerfrequenzen, so wie wir es heute schon mehrmals gesehen haben. Ja, die erheben sich aus dem Grundrauschen mit einer gewissen Signalstärke. Wenn wir ein perfektes lineares Übertragungssystem wären mit so einem System, würde das am Ausgang ja wieder so ausschauen. Tut es aber nicht, weil im Wechselspiel von zwei Sendern eben diese Zwischenprodukte entstehen. Das heißt, dieser Sender sendet eine Frequenz aus, und so eine Antenne ist ja ein relativ unintelligentes Device. Also die sendet und empfängt gleichzeitig, das ist sozusagen ein Stück Draht.
Es gibt mittlerweile Bauteile, die das verhindern, aber grundsätzlich nimmt die Antenne, die sendet nicht nur aus, sondern die nimmt gleichzeitig auch Energie aus der Luft aus. Deswegen nimmt der zweite Sender die erste Frequenz wieder auf, macht in seiner Schaltung irgendwas und schickt da irgendeine andere Frequenz wieder raus zum Ausgang. Und deswegen schaut es am Ende so aus, dass ich nicht nur diese zwei Träger habe, sondern eben diese Intermodulationsfrequenzen. So, und das ist jetzt bei zwei Handsendern überhaupt kein Thema. Das ist mir doch egal, was da links und rechts entsteht, weil das ist ja für mich nicht wichtig. Aber wenn ich jetzt ein drittes Mikrofon brauche und ich setze das genau auf diese Frequenz drauf, dann werde ich nicht glücklich werden, weil das für mich eine Störung ist. Das ist auch hier dargestellt. Das entsteht ganz stark, solche Intermodulationsfrequenzen, wenn die Sender ganz nah beieinander sind. Also echt ein Chor auf der Bühne oder sonst irgendwas und mit hoher Sendeleistung senden. Da sieht man hier, der Senderabstand ist 3 Meter, da ist noch alles gut. Beim Senderabstand von 1 Meter könnte das Bild aber so ausschauen. Ja? Und wenn ich jetzt da die dritte Frequenz draufsetze, dann ist das für mich ein höheres Grundrauschen, ergo weniger Rauschabstand, ergo weniger Reichweite. Also ich sitze mir da genau auf eine Störfrequenz drauf, wenn ich das mache. So ein Bild entsteht auch ganz oft in In-Ear-Combinern übrigens, wenn man zu viel Leistung hineinschickt. Also guter Tipp, wenn man mit sowas Problemen hat, immer zuerst einmal runtergehen mit der Sendeleistung. Weniger Sendeleistung, weniger Intermodulationen und dann erst Panik schieben. Genau, und Stichwort Linecheck, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, OED-Sender werden jetzt aufgedreht und haben 50 mW Sendeleistung, das buttert dir den HF-Spektrum so zu, dass nicht mal ein Sender mehr durchkommen wird bei der Antenne. Also man erarbeitet sich hier gegenseitig einen großen Störteppich sozusagen. Ja. Deswegen bei Linechecks oder so immer nur einen Sender auftragen. In Notfalls zwar, aber genau, das haben wir im Theater früher genauso gemacht, weil wir waren direkt am FOH mit beim Linecheck, direkt daneben waren die Empfangsantennen. Da bringt man einfach kein Signal mehr durch. Es geht nicht darum, dass man da irgendwas kaputt macht. Man könnte schon die HF-Eingangsstufen irgendwie überfahren, aber da gibt es ja auch Schutzmechanismen und Schaltungen, die das wieder runterdämpfen, wenn zu viel Leistung ankommt. Es geht nur darum, dass da kein nutzbares Signal mehr durchkommen wird. Auch hier ein markanter Unterschied zwischen analog, links, rechts, digital. Analoge Systeme erzeugen grundsätzlich mehrere Intermodulationsfrequenzen als digitale Systeme. Jetzt sage ich nicht, dass digitale Systeme intermodulationsfrei sind, aber intermodulationsunanfälliger. Die entstehen nämlich schon, nur versinken die hier so im Grundrauschen, dass sie eigentlich nicht relevant sind für mich. Also die sind schon da, nur mit so einer geringen Signalstärke, dass es eigentlich keine Auswirkungen hat. Und deswegen sind digitale Systeme auch spektrumseffizienter. Also das ist, glaube ich, verständlich dargestellt hier. Ja. Ihr könnt hier keine analoge Frequenz drauf sitzen, hier aber schon den nächsten digitalen Träger, weil das einfach sauberer bleibt, das Spektrum. So, und diese Intermodulationen, die folgen jetzt einer gewissen Ordnung. Hier wären die Formeln, wenn ihr es euch einmal ausrechnen wollt. Für uns relevant sind die 3. Ordnung und 5. Ordnung. Alle anderen liegen zu weit weg von unserem Spektrum. Das ist uns eigentlich schon egal. Und diese Dinge, die müssen wir uns auch nicht merken, weil es gibt nämlich Tools für die Frequenzkoordination, die genau das verhindern. Das Einfachste ist ein Gruppenscan. Das haben fast alle drahtlose Systeme, haben eine Funktion, die heißt Groupscan. Und da wird im ersten Schritt geschaut, da wird ein automatischer Frequenzscan ausgelöst. Das heißt, der Empfänger schaut in die Luft, in welchem Bereich habe ich denn viel Signalstärke und in welchem nicht. In dem Fall ist es für mich ein perfektes Bild, weil ich kann das ganze Frequenzspektrum ausnutzen. Hier liegt offenbar keine Störung vor. Oder die Antennen sind nicht angeschraubt. Im nächsten Schritt wählt dieser Empfänger dann eine Gruppe aus. Hier ist es 5. Und in dieser Gruppe befindet sich ein Frequenzpool. Und diese Frequenzen sind zueinander kompatibel, sprich intermodulationsfrei. Deswegen ist es wichtig, dass, wenn ihr ein System habt, auf jedem Kanal die gleiche Gruppe ausgewählt ist, aber ein anderer Kanal. Also es ist dann immer Gruppe 5, Kanal 1, Gruppe 5, Kanal 2. Und so habe ich die Gewissheit, dass das intermodulationsfreie, zueinander kompatible Frequenzen sind, die Störungen ausweichen. Also das ist das einfachste Tool sozusagen, haben sehr viele Geräte schon mit an Bord. Apropos Frequenzscan, das habe ich zuerst, glaube ich, schon erwähnt. Hier
wäre dann ein Bild, das sehr oft entsteht. Also so schaut es in der Regel aus, dass man dann einfach die DVB-T-Kanäle drin hat. Und auch bei einem Gruppenscan wird das erkannt und denen wird ausgewichen. Also hier wird ein Groupscan keine Frequenz für euer Drahtlossystem vorschlagen, weil nicht genug Rauschabstand. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass ein Frequenzscan vor Ort immer die beste Option ist. Es gibt ja auch Offline-Datenbanken, die DVB-T-Kanäle aufgelistet haben, wo man schauen kann, nächste Woche bin ich in Berlin, übernächste in Bukarest, wie schaut es da aus mit dem Spektrum, wo sind welche DVB-T-Kanäle. Das kann immer grundsätzlich für die Vorplanung, ist es auch zu empfehlen. Was aber besser ist, ist immer der Frequenzscan vor Ort, weil die DVB-T-Kanäle, so wie man es hier sieht zum Beispiel, da sitzt ein Prime-Nutzer drauf, die werden hier erkannt, aber auch zusätzliche temporäre Störungen. Also in Wahrheit könnte das Bild ja so ausschauen. Das hat mein Kollege in Wien gemacht, da hat er jedes Drahtlos-Mikrofon angeschalten, das er gefunden hat. Dann schaut es so aus und das könnte er tatsächlich, wenn ihr zu einer Baustelle kommt, wenn ihr Touring macht oder sonst was Ähnliches, könnte das so ausschauen, dass hier schon ganz viele Drahtlos-Kanäle genutzt werden und denen muss ich mit meinem eigenen System ja auch ausweichen. Deswegen Frequenzscan vor Ort immer am verlässlichsten. Und dann gibt es eben viele Tools, wo man diesen Spektrum-Scan importieren kann, viele computergestützte Programme, vielleicht auch Apps. Man kann sich das auf der Hardware auch teilweise anzeigen lassen. Was ihr hier seht, ist das Front-Display von unserem mobilen Empfänger, der heißt ADX5D. Der kann auch einen Full-Spectrum-Scan auslösen und dann das Ergebnis am Display darstellen. Und da könnte ich jetzt durchscrollen durch dieses Spektrum und sehe hier, bei einer gewissen Frequenz habe ich ein geringes Grundrauschen, das heißt, ich werde mit dieser Frequenz viel Rauschabstand erzeugen können. Da möchte ich hin. Wenn ich sowas entdecke, das würde ich eher vermeiden, weil da liegt entweder hohes Grundrauschen drauf oder eine Störung anderer Art. Genau, und apropos computergestützte Programme, bei uns ist es die Wireless Workbench. Was die macht, da kann man genau diese Scans eben importieren und das Inventar, das man eben zur Verfügung hat, also die drahtlosen Geräte, Empfänger meistens, verwalten. Das würde dann so ausschauen, dass hier in diesem Bild eben dieser Scan importiert wurde und dieser Scan ist dann die Berechnungsgrundlage für die Frequenzen, die die Wireless Workbench berechnen wird. Also das ist quasi die aktuellste Bestandaufnahme. Und dieser Scan wird dann, diese Daten werden für die Frequenzberechnung dann herangezogen. Kann man auch gut vorab und offline machen, also hier kann man auch Offline-Berechnungen machen, später aufs System draufschieben. Mit der Wireless Workbench geht ganz viel. Zum Beispiel auch Zonen, das seht ihr hier, diese Matrix, die es gibt in der Wireless Workbench. Das ist ein relativ neues Feature, sage ich jetzt mal. Und hier kann man sich Zonen definieren. Es könnte nämlich auch so ausschauen, dass ihr mal sowas machen müsst, also klassisches Festival-Anwendungsbeispiel, wo es viele Bühnen nebeneinander gibt, vielleicht auch ein VIP-Zelt und wo man einfach sagen muss, ja okay, wenn ich jetzt all diese Empfänger hier auf diesem Gelände im Netzwerk sehe und gleichzeitig koordinieren muss, dann bekomme ich nicht genug Frequenzen vielleicht. Und jetzt kann man in diesen Matrizen aber konfigurieren, gut, Bühne A und Bühne B, die sehen sich zwar, die sollen die Trägerfrequenzen und Intermodulationen vermeiden in der Frequenzberechnung, aber dieser F-Spot, ich weiß nicht, was das ist, der ist ja weit genug weg, deswegen ist mir der eigentlich schon relativ egal. Und das ist eben einfach ein Tool, das man nutzen kann, wenn man große Flächen abdecken muss, beziehungsweise in Universitäten viele Räume hat, viele Vortragsräume, wo überall Drahtlos-Mikrofone genutzt werden. Der eine Raum ist im Kellergeschoss, der andere im Dachgeschoss. Das sind zwei unterschiedliche HF-Zonen. Und so kann man sich das mit dieser Matrix eben zurechtlegen und kann sagen, was soll diese Zone denn in Bezug zur anderen berücksichtigen. Ein mobiles Wagerl zum Beispiel, wo ein Drahtlossystem eingebaut ist, müsste ja mit jeder Zone kompatibel sein, weil das könnte man ja einmal in Zone 1 schieben, dann morgen in Zone 4. Auch das kann man sich hier definieren. Ja, jetzt nur kurz zu den temporären Störungen. All das kann unsere Drahtlosmikrofone eben stören bzw. übersteuern. Hier sieht man ein Betriebsfunkgerät, die sind knapp unter 470 MHz unterwegs, aber mit einer viel höheren Sendeleistung bis zu 4 Watt. Also das kann unsere Empfänger auch noch zum Übersteuern bringen.
DVB-T-Kanäle, andere Drahtlossysteme, Prozessoren aller Art, digitale Prozessoren, Netzteile von LED-Walls und so weiter. Also da muss man aufpassen. Und dieses Bild hier, also das Betriebsfunkgerät, das kann ich euch kurz zeigen, wie das in einem Scan ausschauen könnte. Also wenn jetzt ein Kollege bei den UHF-Antennen steht und auf Push-to-Talk drückt auf diesem Betriebsfunkgerät, dann kann unser Scan so ausschauen. Das heißt, ich habe hier im unteren Bereich dazwischen 470 und 520 circa noch Spitzen, wo ich mir keine Frequenzen hinrechnen kann, keine brauchbaren zumindest. Was man hier machen kann, ist Antennen vielleicht ein bisschen höher setzen, Filter setzen, die diese Störungen quasi nach unten hin gut abschneiden. Genau. Oder man sagt den Kollegen, sie sollen von unseren Empfangsantennen fernbleiben. Funktioniert aber meistens nicht. Was hier bei dem XTN-Digitalsystem zum Beispiel noch eingebaut ist, ist eine Interferenzerkennung, wo man informiert wird, hoppla, da liegt jetzt gerade eine Störung vor. Und dann kann man sich entscheiden, was soll ich denn tun, pro Kanal. Also liegt diese Interferenz vor, also ein Störsignal auf meinem Kanal, kann ich sagen, ignoriere das, wechsle die Frequenz manuell oder automatisch. Man kann auch sagen, lass diese, wenn du die Modulationsart erkennst, dann lass das durch, das ginge auch. Also das wird dann ein bisschen komplex, aber diese Interferenzerkennung hat den Vorteil, dass hier dann, wenn so eine Interferenz vorliegt und ich das so definiert habe, dass ich einen automatischen Frequenzwechsel auslösen möchte, dann wird das auch gemacht. Und zwar, wenn ich dieses Gerät hier auch mit dabei habe, das ist unser neuer AD600 Spectrum Manager. Der kann sehr viel, jetzt wird mir die Zeit schon zu kurz, deswegen gehe ich nur auf diese grün hinterlegte Zeile ein. Der scannt hier sehr breitbandig und berechnet Frequenz-Setups für alles, was Schuhe heißt und eine Netzwerkbuchse dran hat. Das heißt, er verwaltet meine Geräte und er verwaltet auch meine Backup-Frequenzen. Und in so einem Störfall wird dieser AD600 eine Backup-Frequenz an meinen Empfängerkanal schicken und kann so automatisch wechseln. Anders dargestellt, noch ganz kurz erklärt, diese Geräte, die sehen sich hier alle im Netzwerk. Ja, ich habe hier einen Empfänger, diesen Spectrum Manager, hier einen Switch vielleicht, und das ist unser Showlink und ein fernsteuerbarer Sender. Über UHF wird in gewohnter Manier unser Audio an den Empfänger übertragen und die zusätzliche graue Funkfrequenz, die ihr hier seht, das ist unser Showlink-Übertragungskanal. Hier werden Daten hin und her geschickt. Das heißt, ich kann meine Sender, die Parameter meiner Sender fernsteuern. Diese Komponenten braucht es hier und wenn jetzt nun eine Störung anliegt und einen gewissen Schwellwert überschreitet, so kann eben der Empfängerkanal beim AD600 nach einer neuen Frequenz anfragen. Der überlegt dann kurz und schickt die rauf zu einem Empfängerkanal. Der Empfänger sagt auch dem Sender Bescheid über den Showlink eben. Dann wird die Frequenz gewechselt. Und was dann noch passiert, ist, dass die aktuelle, also die alte Frequenz eigentlich in Quarantäne verschoben wird. Die wird dann noch analysiert und gemonitort. Der David und ich haben heute in der Früh schon nachgeschaut, zum Beispiel, ob sich da gestern was getan hat. Da sieht man ein Log-File und tatsächlich hat man da lesen können, eine Backup-Frequenz war degraded, sprich gestört. Das heißt, die wird dann zur weiteren Überwachung dann in Quarantäne geschoben. Wenn diese Störung irgendwann weg ist, diese temporäre, wird das wieder freigegeben. Genau, das Ganze passiert unter 100 Millisekunden, das heißt, man hat die Chance, dass man das gar nicht mitbekommt. Also das ist ein absolutes Tool für eine hohe Betriebssicherheit. Jetzt komme ich auch zum Ende, muss ich auch, weil die Zeit ist um, Frequenzkoordination für ein störungsfreies Event. Das ist die Liste, die man sich durch überlegen sollte. Also man sollte Geräte in einem professionellen Frequenzband verwenden. Ich erinnere nochmal an dieses Kärtchen hier, da ist der Frequenzguide drin mit vielen nützlichen Informationen. Dann Interferenzen sollte man gezielt vermeiden, das ist klar. Andere Gewerke oder Teams nach deren Frequenzen fragen, auch immer hilfreich. Ein aktueller Scan vor Ort ist immer am zuverlässigsten, auch das haben wir besprochen. Also eine Vorort-Standortanalyse ist immer das beste Tool. Die Kanalabstände müssen beachtet werden. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man eben Gruppen verwenden, weil diese zueinander kompatibel sind und intermodulationsfrei.
Und die Frequenzen kann man vorab schon mit einem passenden Tool berechnen. Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich auch bei Backup-Kanäle schon vorher errechnen, damit es im Störfall dann schneller geht. Für weitere Informationen stehe ich gern zur Verfügung am Stand. Genauso der Shure-Dach-YouTube-Kanal, da gibt es viele nützliche Tutorials. Und das Shure Audio Institute, wer sich von euch weiterbilden möchte zum Thema Drahtlostechnik, da gibt es echt viele super Online-Schulungen mit Multiple-Choice-Tests, also da muss man sich schon konzentrieren. Aber das hilft sehr, um diese Dinge irgendwie besser verstehen zu können. Also auch das könnt ihr euch anschauen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke fürs Zuhören. Wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne. Dankeschön.